Kommt ein Lockdown für Ungeimpfte und andere Verschärfungen im Herbst? Morgen gibt es einen Corona-Krisengipfel beim Bundeskanzler mit den Ländern. Filmreifer Ausbruch. Sechs der gefährlichsten Terroristen sind in Israel aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen, in dem sie einen Tunnel gegraben haben. Sie sind auf der Flucht. Mehr als nur ein Match. Nach dem Debakel gegen Israel geht es heute Abend. Gestern also der erste Schultag. Hunderttausende Schülerinnen und Schüler sind in die Klassenzimmer zurückgekehrt. Mitten in der vierten Welle. Die Zahlen, die steigen ja bekanntlich schon länger wieder. Und morgen wird spannend. Corona-Krisengipfel beim Bundeskanzler. Einen schönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen bei der ZIP 18. Ja, der Gesundheitsminister hat es schon anklingen lassen. IntensivmedizinerInnen warnen schon länger. Und jetzt hat es also der Bundeskanzler auch im ORF-Sommergespräch vor fast 1 Million Zuschauern bestätigt. Für Ungeimpfte wird es ungemütlicher. Es wird Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen geben. Doch wie sie aussehen, ist heute noch nicht ganz klar. Im Raum stehen eine bundesweite Verkürzung der Testgültigkeit, wie es sie bereits in Wien gibt, eine breite 1G-Regelung als Zutrittsvoraussetzung für heikle Bereiche und die Wiedereinführung der Indoor-Maskenpflicht. Maßstab für Einschränkungen sollen fortan nicht mehr die Infektionszahlen, sondern nur noch die Auslastung der Spitäler sein. Ein erneuter Lockdown soll weitestgehend verhindert werden. Mein Wunsch ist, ohne freiheitseinschränkende Maßnahmen durchzukommen. Und wenn es notwendig ist, dann werden wir sicherlich nicht Geimpfte einschränken, die ja geschützt sind. Vizekanzler Kogler von den Grünen bestärkt den Kanzler darin, geimpfte Personen von den Einschränkungen auszunehmen. Selbstverständlich werden wir differenzieren, ob jemand geimpft ist oder nicht in den Maßnahmen. Und das ist durchaus möglich. Ich halte es auch für sinnvoll und richtig. Nach dem morgigen Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern soll das neue Maßnahmenpaket präsentiert werden. Billig-Airlines, die sorgen ja regelmäßig für ziemlichen Ärger bei den Kunden. Lange Warteschlangen, Chaos beim Check-in und so weiter. Ein Ärgernis dürfte jetzt aber der Vergangenheit angehören, dass nämlich am Schalter für das Check-in, das ja die Fluglinie verlangt, nochmal extra bezahlt werden muss. Die Arbeiterkammer hat jetzt Laudamotion, die ja zu Ryanair gehört, deswegen geklagt und Recht bekommen. Betroffene Fluggäste können ihr Geld zurückfordern. Ungewöhnlich, nachteilig und unzulässig urteilt der oberste Gerichtshof über die Buchungsbedingungen bei Laudamotion. Der Grund: Wer bei der Fluglinie am Schalter und nicht online eingecheckt hat, musste 55 Euro pro Person bezahlen. Eine Gebühr, auf die lediglich im Kleingedruckten hingewiesen wurde. Besonders auffällig bei den Beschwerden war, dass alle gesagt haben, ja, es hat technisch nicht funktioniert. Da haben wir schon den Eindruck bekommen, dass es sich um eine auffällig störungsanfällige Software handeln muss. Damit blieb nur mehr der Weg zum Schalter und dort hat man sie dann diese Check-in-Gebühr abkassiert. Betroffene können die Gebühr mittels Musterbrief der Arbeiterkammer geltend machen. Ein richtungsweisendes Urteil für alle Billigfluglinien. Auch gegen Ryanair und die ungarische Wizz Air sind Klagen anhängig. Es ist der Stoff, aus dem eigentlich Filme gemacht sind, nur ist es tatsächlich passiert. Ausgerechnet in Israel, wo ja die Sicherheit extrem groß geschrieben wird, sind sechs der gefährlichsten Terroristen aus einem Gefängnis ausgebrochen, in dem sie, fast klassisch, einen Tunnel benutzt haben. Das Gesetz der Serie hat hier brutal zugeschlagen, nämlich der Pannenserie. Ein Ausbruch wie aus einem Hollywood-Drehbuch. Im Toilettenbereich einer Zelle, eine rechteckige Öffnung im stahlverstärkten Betonboden. Gerade groß genug für einen erwachsenen Mann. Darunter Entwässerungskanäle, die in ein Tunnelsystem führen. Ein paar hundert Meter außerhalb der Gefängnismauern, noch in Sichtweite, der Tunnelausgang. Das scheint nicht wirklich ein Fall zu sein, wo ein Tunnel gegraben worden ist. Es scheint so, dass die Struktur der Zellen und die des Raumes darunter ausgenutzt worden sind. Diese sechs Männer sind ausgebrochen, fünf davon verurteilte Terroristen, darunter ein berüchtigter Kommandant der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden. Dass diese Männer überhaupt gemeinsam in einer Zelle waren, ist nur eine Panne aus einer ganzen Serie. Die Baupläne des Gefängnisses waren im Internet abrufbar. Ein Wächter hat zum Zeitpunkt der Flucht offenbar geschlafen. Die Großfahndung dauert an. Die israelischen Behörden warnen vor Anschlägen während der jüdischen Neujahrsfeiertage. Jubel herrscht nur bei militanten Palästinensern im Westjordanland. Sechs Jahre nach dem verheerenden Terroranschlag auf das Konzerthaus Bataclan beginnt morgen in Paris der Gerichtsprozess. Von den Attentätern hat nur einer überlebt. Er und die Hintermänner müssen sich also nun vor Gericht verantworten.
beim islamistischen Anschlag auf das Bataclan, mehrere Lokale auch und ein Fußballstadion. Im November 2015 sind 130 Menschen getötet worden und Hunderte verletzt worden. Es ist ein Jahrhundertprozess, der hier im alten Justizpalast im Zentrum von Paris beginnt. Ein eigener großer Verhandlungsraum wurde eingerichtet, um den vielen Beteiligten Platz zu bieten. Angeklagt sind 20 Personen. Der Hauptverdächtige ist Salah Abdeslam. Er war am 13. November 2015 aktiv beteiligt, als ein Terrorkommando in Pariser Bars vor dem Fußballstadion und dem Konzerthaus Bataclan wahllos 130 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt hat. Die anderen Dschihadisten haben sich entweder in die Luft gesprengt oder wurden von der Polizei getötet. Traumatisierte Hinterbliebene und Überlebende, wie der Lehrer Christophe Nodin, erwarten sich Antworten. Jetzt kommen die Opfer und Familien zu Wort, und zwar nicht nur in den Medien, sondern vor Gericht, damit man versteht, was passiert ist. Die Hoffnung ist, mit dieser kollektiven Aufarbeitung ein nationales Trauma zu bewältigen. Heute Abend geht für die österreichische Fußballnationalmannschaft ein Match über die Bühne, bei dem es um mehr geht als nur um dieses Match. Ein WM-Qualifikationsspiel, wo eh nur noch Platz 2, wenn überhaupt, möglich ist. Es geht wohl auch um den Job des Teamchefs. Nach dem 2:5-Debakel gegen Israel brennt jedenfalls der Hut. Doch der Gegner, Schottland, ist wieder kein leichter. Ein verbundener Playoff-Platz für die WM nahezu unerreichbar. Wir wissen, das ist für uns ein finales Spiel und das müssen wir unbedingt gewinnen. Und dazu sind wir aber absolut in der Lage. Doch auch Schottland ist heiß auf einen Sieg. Spätestens seit dem 1:0-Triumph über Moldawien wollen auch die Schotten im Rennen um Gruppenplatz 2 ein Wörtchen mitreden. Sie sind eine sehr robuste Mannschaft, spielen sehr viele lange Bälle, kommen sehr viel über die Flanken zum Torabschluss, sind bei Standardsituationen gefährlich. Also eine wuchtige Mannschaft, da geht es inhaltlich sicher um viele Zweikämpfe, zweite Bälle. Und darauf werden wir uns vorbereiten. Im Hinspiel gab es für die ÖFB-Elf ein bitteres 2:2-Remis. Hier übernimmt jetzt Philipp Maschl mit dem Magazin 1. Ihnen einen schönen Abend.